Daniela vorstellen. Daniela macht noch mal ein Foto und die hat mich gebeten, euch mal den Rücken zuzukehren. Ist das in Ordnung für einen Moment? Ihr könnt ja trotzdem kurz winken. Ihr könnt auch da oben hinwinken. Da hat Lothar Schröder gerade seine Drohne am Jahren für eine Dokumentation für dieses heutige Konzert. Also winkt wohin auf Holz und Daniela meldet ein Foto. So ist schön. Ging doch ganz schnell. Ah ja, und wo wir schon dran sind, Gelegenheit macht Diebe. Ich wollte noch was fragen. Ist einer von Hebbelreisen heute hier? Kennt ihr, ne? Hier, Bergische Landstraße. Ja, schön. Pass auf, wir brauchen einen Bus am 6. August. Einen großen. Kannst du mal gucken, ob das geht? Mit Betten. Ich erkläre jetzt auch kurz, warum. Wir waren vor wenigen Wochen waren wir in, wie hieß das da oben im Norden? Bad Segeberg. Bad Segeberg, genau. Und da waren ein paar Jungs von der Technik, die haben die Beschallung besorgt, wie hier der Uli Kaufmann. Könnt ihr für Uli Kaufmann mal applaudieren, der das hier... Ha! Und am Abend nach dem Konzert da oben im hohen Norden kam ein schwarz gekleideter Mann zu uns und hat uns einen ausgegeben. Also 7-mal Kümmelschnaps, Köm nennen die das. Und dann kam er 5 Minuten später wieder und hat uns noch eine Runde ausgegeben. Und bei der dritten Runde hat er gesagt, ich bin der Holger. Und ich bin von Technikteam hier, von dieser Beschallungsanlage hier. Und beim 4. Köm hat er dann gesagt, und außerdem bin ich einer von den 3 Männern, die Wacken machen. Jetzt muss man wissen, Wacken, das ist ein verträumter kleiner Ort, so groß wie Schlebusch, ebenfalls im hohen Norden. Und da findet vom 4. bis 6. August halt Wacken statt. Und an diesem Abend, nach dem 7. Schnaps, haben wir zugesagt und haben gesagt, es ist in Ordnung, wir kommen nach Wacken. Also, genau, so ist das Zeichen in Wacken dann, ne? Das nächste Lied, das wir singen wollen, da kann ich euch versichern, werden wir nicht in Wacken singen. Der Jens fängt an und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne mitsingen. Das kleinste Instrument aus seinem Musikladen, den er hier stehen hat. Die Mandoline seiner Tochter. Nee, ja. Ukulele seiner Tochter. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mögt, singt mit. Er fängt ganz einsam und verlassen an und er flötet auch noch. Bitte schön. Mit Musik durch alles leichter. Und Kegelspenzer und Schickrall.
besser je. Allerdings, ich glaube, das Lagerfeuer hat vielleicht auch noch ein bisschen mitgeholfen. Ja, zusammen singen ist, glaube ich, eine der schönsten Sachen, die man machen kann. Genauso wie, aber auch zum Beispiel zusammen tanzen. Im nächsten Lied, ihr könnt euch gerne ein bisschen inspirieren lassen von den Bildern auf dieser Leinwand. Es geht ums Tanzen, es geht um Lebensfreude. Dementsprechend heißt der Song auch einfach Laugh, Laugh, Laugh. Blau wird mehr Sinn in Augen. Du grüßt mich so traurig an. Wer hinfällt, muss auch wieder aufstehen. Dort rumkelt er doch im Level an. Alles, von dem du auch verblüffst. Und dann das Wort.
Wolltest du nochmal üben? Komm. Hat keinen Zweck, Chris. Feuert den Mann mal ein bisschen an. Los, doch, der kommt nicht in den Leben. Ja, wir müssen wieder, diese komischen Tanzschritte, das ist nicht meine Welt. Da muss man zählen und all diese Sachen machen. Habt ihr gemerkt, Freddy, was ihr da singt? Lef, lef, lef. Alle lef, lef, lef. Hat nichts mit Leverkusen zu tun. Auch das nächste Stück, obwohl die drei Buchstaben wieder drin vorkommen. Es ist ja jetzt so ein bisschen von der Zeit her vorangerückt. Dach, liebe Jungen. Ja, die winken hier. Siehste, ja. Wenn Verliebte unter euch jetzt sind, dann dürfen die jetzt ein bisschen enger zusammenrücken. Es dämmert ja leicht, jetzt könnt ihr schon mal anfangen, ein bisschen zu kuscheln oder zu knutschen. Fummeln geht auch, ihr steht so eng, das sieht jetzt kein Mensch. Wir schon. Es ist, ja, klar. Wir schneiden das auch alles mit. Wir würden jetzt gerne ein Liebeslied singen und dazu darf ich den Kollegen Micky bitten, schon mal anzufangen. Bitteschön. Sehr schön. Falsches Lied. Das ist aus dem Film hier. Ein Offizier und ein Schneebuscher. Du bist für mich jetzt ganz besonders. Du bist in meiner Welt alles, was wirklich zählt. Du bist für mich mehr als Himmel und Erde. Du bist Glück und Enttäuschung für mich, du bist auch Träume wert. Ein Leben lang will ich zu dir gehören. Ein Leben lang zu dir, ja, sei dein. Ein Leben lang willst du mich nicht verlieren.
hatte ich schon erwähnt, dass die Höhner in diesem Jahr im Spätsommer einen runden Geburtstag feiern. Die Höhner werden 50 Jahre alt. Und aus diesem Grunde, weil wir ja so viele Lieder im Repertoire haben, haben wir uns erlaubt, noch ein weiteres kleines, wir haben eben gesagt, Potpourri. Jetzt ist es, glaube ich, mehr ein Blumenstrauß von Werken, die wir nicht so häufig gespielt haben in unserer Spielzeit. Und ja, wir versuchen einfach mal so Stücke, hoffentlich kriegen wir Text und Musik noch zusammen. Und es fängt eigentlich so ein bisschen beschaulich an, wie hier auf so einem Rummelplatz, oder? Bei den Karussells. Ich
Das sieht fast so aus, als wenn wir das abgesprochen hätten. Aber dem ist nicht so. Was? Ich wollte fragen, ob er regnet. Nein, ne? Nein. So viel. Es hat aufgehört. Ja, es gibt natürlich jetzt im Moment wieder schöne Momente, wo wir feiern können. Es passieren aber auch Dinge in der Welt, die nicht so schön sind. Und ich möchte da gar nicht großartig drauf eingehen. Ich möchte euch nur sagen, wir würden uns wünschen, dass ihr schön kritisch bleibt. Und in dem Moment, wo man kritisch bleibt, stellt man sich sehr oft die Frage mit den drei Ws. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ein Lächeln mehr wert wäre als jede Drohung einer fremden Macht? Was wäre, wenn uns allen klar wäre, ein neuer Tag entsteht in der Nacht? Oh, was wäre, wenn all unsere Sorgen verschließbar wären in einem Tresor und wir würden sie Tag und Nacht bewachen, dass es nie mehr wird wie zuvor? Was wäre, wenn ein Lächeln viel stärker wäre als jedes laute Wort? Was wäre, wenn Kinder abends sagen, diesen Tag hab ich gemobbt? Und was wäre, wenn ein Mensch einen Mensch liebt und lieber gibt, als dass er nimmt? Und wenn die Kinder schon verstehen lernen, dass nicht nur der Sieger gewinnt?
Einfach wunderbar, dass ihr so andächtig zuhört. Aber es ist auch mal schön, einmal tief durchzuatmen, damit man jetzt wieder Gas geben kann, oder? Seid ihr bereit für Rock'n'Roll? Über Saxophon von deinen intimsten Wünschen abgelenkt. Gut, ich bin dann immer ein bisschen neidisch, wenn das Saxophon von Jens so in den Vordergrund gehoben wird. Weil erstens kann ich kein Saxophon spielen. Und zweitens habe ich gar kein Saxophon. Und wer jetzt hinter meinen Rücken gucken könnte, der würde wissen, ich habe lediglich ein kleines Megafon aus Plastik dabei. Aber ich merke schon an der Reaktion, insbesondere die Damenwelt weiß jetzt Bescheid. Die Höhner, insbesondere ich, möchte gerne mein Herz verschenken. Sei die Tür.
es ist ein neuer Brauch, der bringt uns beiden Glück. So ein Schloss kann wieder sehen. Und der Dom liegt acht darauf. Züge kommen und gehen. Ich lese unser Schloss am Rücken hinter an. Und es ist doch nicht allein. Ansonsten läuft da eigentlich was nicht. Autogenes Training absolviere ich.
davon. Beim Golfen bringt die Gisela mich jedes Mal in Fahrt. Ich sag's euch, Schlebusch, das ist auch mein Etikett. Das Leben ist so hart. Siehst du, da ist er wieder, genau. Was dünner klang, dann hat es wahrscheinlich in den Bassverstärker gerichtet oder was auch immer. Sollen wir noch eine singen? Nein! Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Nein! Soll es weiter regnen? Nein! Finde ich auch scheiße, genau. ihr müsst das jetzt verstehen, es gibt da ein Stück im Repertoire dieser kleinen Band und wenn es auch nicht direkt mit Schlebusch zu tun hat, so ist das so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, das Kind, das wir laufen gelehrt haben und das es dann geschafft hat, in die ganze Welt hinauszuziehen. In Holland war das Ding mal der Nummer 1 und die legen schon die Hand aufs Herz, bevor ich was gesagt habe. Hier, guck mal, das und mit eurer freundlichen Erlaubnis würden wir auch jetzt gerne noch einmal diese kleine Melodie anstimmen. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne mitsingen, jetzt aber vielleicht Hand aufs Herz. Mit La Pandas geboren, Natur in der Tech, haben wir uns geschworen, wir an unser Weg. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir auch mit, weil es jeder Augenblick nur einmal geht. Wir fahren KVB, Henker Menschen mit und ich, bei uns ist immer ihr Gloss. Über viele Jahre auf deiner Tour, auf ihr Bus, erwartet uns das, wenn es mal kalt wird. Da sind wir dabei, dann ist prima, Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust, den Glauben an den Lieben und haben noch immer Mut, ja. Wir halten
Schlagzeug. Extra. Ich habe nicht mehr so viel Luft, Herr Kollege. Und der Augenblick, der ist genau... Yes. Nein. Nein. Gestern haben wir auf einer Hochzeit gespielt. Da waren 50 Mann, die waren lauter als ihr. Ja. Leute, ich habe euch, die Jüngeren werden sich erinnern, eingangs dieses Konzertes habe ich euch vorgestellt als meine Familie. Und ihr wollt mich jetzt hängen lassen vor den Höhnern hier. Also, jeder hat eine zweite Chance verdient. Und der Augenblick, der ist genau... Yeah! Ach, da sind wir dabei. Unter diesen Umständen, wenn wir einmal hier sind und vielleicht kriegen wir da auch hin, wir sind endlich wirklich aufhören zu reden. Hatte ich schon erwähnt, dass die Höhner in diesem Spätsommer 50 Jahre alt werden? Ja. Ihr hört es schon. Da kommt sie, die Schallwein. Come on.
sama mama doma da in ba. Kana mama sama mama doma da in ba. Kana mama sama sama mama Afrika. Kana mama sama sama mama Afrika. Oder so in der Zanzibar. Sag mal, jammer jetzt nicht oder jammer nachher? Sag mal, jammer überhaupt oder bleiben wir hier? Sag mal, mal, sag jetzt bloß nicht, ne? Zanzibar, oh, Zanzibar, oh, Vaterei und Mama Afrika. Hier schon wieder. Zanzibar, oh, Zanzibar, oh, alle Mann in der Zanzibar. Und dann die Leute sozusagen im Regen stehen lassen. Das geht nicht. Ist doch trocken jetzt. Du bist jetzt schuld, jetzt müssen wir noch eine singen. Ja. Aber mittlerweile könnten die ja mal aufgestanden sein, oder? Ja, sollen wir noch eine singen? Ja. Gut, seid ihr sicher? Ja. Habt ihr keine Betten? Nein. Ich wollte nur noch mal probieren, wie schnell ihr lügen könnt. Dann steht doch bitte alle mal auf. Guckt doch mal.
stehen alle. Ja. Wir haben auch wieder keine Stühle hingestellt. Okay, ihr steht, laut machen könnt ihr ohnehin. Das passende Stück dazu haben wir. Steh auf, mach laut! Du reichst, jetzt ist es soweit. Wahnsinn, unglaublich, wer hätte das gedacht? Alle liegen sich im Arm und feiern heute die ganze Nacht. Du musst noch einen, Henning. Ja, normalerweise... Oh, meine Schwester, endlich sehe ich sie mal. Meine Familie die ganze Zeit gesucht hier in den Massen hier. Normalerweise, seit der Patrick hier dabei ist, haben wir das so gehalten, dass der Patrick immer das letzte Wort hat in den Konzerten, weil es ist ganz einfach, weil die letzten Worte sind immer das, was man so in Erinnerung behält. Und
Ja, heute haben die Jungs gesagt, Henning, kannst du mal das letzte Wort haben? Und dann nehme ich hier selbstverständlich. Ich habe eben noch erklärt, das ist Wahnsinn, das ist das Epizentrum hier, Werner. 200 Meter von hier auf der Sandstraße. Früher Sandstraße, heute Scheifenbrand, habe ich gewohnt, als kleiner Junge im Sand gespielt. 150 Meter von hier im Klösterchen bin ich geboren. Und 450 Meter im Wehr, im Wehrbecken, da wo die Dünn sich trennt, weil die Turbinen angetrieben worden sind vom Dünnwasser. Das war mein Schwimmbecken, da habe ich schwimmen gelernt. Und 400 Meter in die Richtung, in der Moosbrücher Grundschule, bin ich mit Klaus Häuser zusammen zur Schule gegangen, mit dem Major von Bab. Und 500 Meter da hatten wir unseren ersten Proberaum. Also quasi ist hier das Zentrum, wo alles angefangen hat und wo meine Familie immer dabei war. Hier ist sie, endlich habe ich sie gesehen, meine Schwester. Meine Mutter lässt herzlich grüßen, die ist jetzt 95, die war bis jetzt auch immer dabei. Schön, die Grüße von der Mann. Gut, einer ist nicht dabei. Entschuldigung, unser Bruder, der Uwe. Und für den würde ich jetzt ja versuche, das letzte Stück hier in Schlebusch zu singen. In Wiesdorf sind wir noch mal, aber in Schlebusch ist heute das letzte Mal. Aber seid sicher, ich komme jetzt häufiger zur Mom. Irgendwann sind wir uns wieder. Du und ich haben sich gefunden, haben gesungen und viel gelacht. Gebüsch, gesoffen, matten zu, die Nacht zum Tag, zwischen Klaus und Kolumbinen, ja, wird da manch heiße Schwur, treu und ewig, doch am nächsten Morgen. Sind wir uns wieder, wenn wir fehlen.
nächste Jahr.